Bobby, ungewohnte Situation für euch. Zwei Niederlagen in Folge kassiert in dieser so erfolgreichen Saison. Wie geht ihr als Mannschaft momentan damit um? Ja, es tut natürlich weh, zu verlieren jetzt zwei Spiele hintereinander. Aber es war uns eigentlich klar, dass so eine Phase auch kommt in einer Situation, in so einer langen Saison. Gehört das, denke ich, dazu. Wir müssen halt einfach damit jetzt richtig umgehen, nicht die Köpfe hängen lassen und eine Reaktion zeigen. Dann, denke ich, ist es auch nicht so schlimm. Deswegen denke ich, wenn wir am Freitag versuchen, die richtige Reaktion zu zeigen, und dann geht's weiter. Sprich, es an Reaktion zeigen gegen Union Berlin am Freitagabend, das erste Flutlicht, Freitagabend, Heimspiel der Saison. Was konkret gilt es da besser zu machen als jetzt in den letzten beiden Spielen? Ja, ich denke, vor allem offensiv, denke ich, müssen wir einen Zahn zulegen. Also es war ein bisschen in den letzten beiden Spielen zu wenig. Bisschen mehr Durchschlagskraft, versuchen auf den Platz zu bringen. Das, denke ich, ist so das, der Hauptaugenmerk, aber auch defensiv noch ein Tick kompakter zu stehen. Das sind so die zwei Dinge, auf die es ankommt, denke ich. Union Berlin kommt als Tabellendritter, hat die beste Abwehr der Liga mit nur 21 Gegentreffern. Ist es eine besondere Herausforderung, gerade für dich als Stürmer, der ja auch gegen Bochum fast getroffen hätte? Ja, also besondere nicht. Es wird natürlich eine sehr schwere Aufgabe, das ist klar. Es ist zwar gegen jede Mannschaft eigentlich, denke ich, schwer, aber auch vor allem gegen Union Berlin, wie du es schon gesagt hast, eine super Abwehr. Wird auf jeden Fall eine große Herausforderung, nicht nur für mich, sondern für die ganze Mannschaft. Aber wir freuen uns auf jeden Fall riesig drauf. Welchen Faktor spielt das Thema Heimstärke, das es ja unbestritten dieses Jahr gibt, oder nicht nur dieses Jahr, aber dieses Jahr ganz besonders? Ja, immer. Also wir wissen immer, dass wir zu Hause auf jeden Fall heimstark sind, mit unseren Fans im Rücken. Denke ich, dass wir auch was gegen Union reißen können. Das wollen wir. Wir wollen unsere Fans mitnehmen am Freitag, hoffen auf die Unterstützung und freuen uns riesig auf unsere Fans hier zu Hause gegen Union Berlin spielen zu dürfen. Alles klar. Dankeschön.